Moin, ich bin Stefan. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei mir mitfahren. Jetzt wird's lustig. Wenn er schlau ist, fährt er zurück. Der nächste Bus. Das war eigentlich heute schon so der ganz normale Wahnsinn. Überall da, wo die Baustellen sind, weil die einfach nicht auf Busse und LKWs abgestimmt sind. Oft sind die zu eng. Da muss man wirklich ganz langsam durchfahren. Nächste Runde, nächste Runde. Wenn die Strecken geplant sind, dann guckt die DSW natürlich sich vor den Fluss des Verkehrs an, plant danach natürlich, aber wir wissen selber, über die Jahre wächst der Berufsverkehr. Jedes Haushalt hat im Endeffekt ein oder zwei, vielleicht sogar drei Autos. Das wird natürlich irgendwann neu geplant. Du musst entspannt sein für diesen Beruf. Entspannt. Alter, ey. Eine Baustelle, wo dann eventuell noch ein PKW am Rand steht oder sogar vielleicht sogar ein LKW, dann kommst du vielleicht mit dem PKW durch, aber mit dem Bus kommst du gar nicht durch. Schlaglöcher, Unebenheiten, aber es gibt Städte, die sind noch schlimmer. Also wenn ich dann mit dem PKW durchfahre, da denke ich, danach brauche ich ein neues Kreuz. Neuen Rücken. Also das ist teilweise noch schlimmer als hier. Da finde ich das hier noch teilweise entspannt zu fahren. Wacke. Herzlich willkommen in Datteln. Im Privaten war ich früher nicht so der, ich sag mal, war ich auch nicht so der Vorzeigefahrer. Das hat sich mit den Jahren aber entwickelt, seit ich halt auch mit dem Busführerschein habe. Und mittlerweile bin ich eigentlich relativ ruhig. Ah, ja. Ja, was möchtest du jetzt? Man kann Datteln und Dortmund zum Beispiel nicht vergleichen, weil das ja auch eine andere Größenordnung ist. Wir reden hier von, ich sag mal, ich glaube aktuell 36.000 Einwohner zu 500.000 Einwohner. So. Das ist ja hier ein ganz anderes Infrastrukturnetz und trotzdem würde ich sagen, ist Datteln nicht besser geplant. Ja, komm, fahr. Wenn du jetzt gerade ausguckst, das ist jetzt schon dieser Verkehr, der sich jetzt staut. Und wenn ich jetzt um 13, 14 Uhr anfangen muss, dann bin ich halt immer hier drin. So, und wenn ich hier einmal drin stehe, brauche ich auch nicht mehr überlegen, andersrum zu fahren, weil da wird es nicht viel besser sein. Hätte dreimal geschafft, Kollege. Sie können vorne aussteigen, kein Problem, ja klar. Das ist super, ich wollte nicht. Nein, nein, alles gut. Also was ich gar nicht mag, ist, wenn der Bus immer leer ist. Aber das ist halt von Kollegen zu Kollegen unterschiedlich. Ich muss immer irgendwo ein bisschen, ich sag mal, Action haben. Schülerverkehr ist auf eine Art anstrengend, weil die fahren jeden Tag mit dem Bus und die machen immer den gleichen Mist. Ja, also sei es, die drängeln sich schon vor, schubsen sich vor den Bus, bevor der überhaupt steht, bevor die Türen auf sind. Die stehen in der Tür, die Tür geht nicht zu, du hast eine Verspätung. Das ist nervig, sage ich ganz ehrlich. Und das muss ich persönlich eigentlich nicht haben. Aber der Schulverkehr ist ja nur immer stoßzeitenmäßig. Wenn es den ganzen Tag wäre, oh mein Gott. Darf ich das einmal sehen, was Sie abgestempelt haben? Sie hatten gerade zwei Tickets in der Hand. Wo ist das andere? Ja, Sie haben das abgestempelt. Sie haben mir das gezeigt und haben das abgestempelt. Und das ist mehr, und das ist mehrfach abgestempelt. Sie wissen, was das heißt, ne? Nein, Sie wollten betucken. Also ich persönlich kriege keine schlechte Laune, wenn mir einer über den Weg läuft, der meint, versuchen, ein Ticket zweimal abzustempeln, oder er nimmt das Ticket, was leer ist,
ist aber so, zeigt, ich sehe im Endeffekt in der anderen Hand das volle Ticket und sehe dann, wie er das volle Ticket abstempelt. Ich reg mich nie auf, ich lasse ihn dann herkommen und dann, ich habe eigentlich Spaß daran, wenn ich die Leute erwische. Aber wir haben keine Monatskarte. Stempeln Sie das jetzt dann? Sie stempeln das jetzt. Das stempeln Sie jetzt ab, ja? Ja, aber. Also, Konzentration musst du bei jeder Linie haben. Also, ob du jetzt in Hörde bist, in Brünninghausen, in Aplerbeck, egal welche Linie, da musst du immer fit sein, weil es kann in jeder, auf jeder Linie was passieren. Ja, das war jetzt auf jeden Fall. Amüsant.